Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema innere Größe und innere Stärke statt äußeres Erscheinungsbild und warum vielleicht mehr in dir steckt, als du glaubst. Der Hintergrund ist, dass ich eine echt spannende Geschichte erlebt habe vor 1,5 Jahren, als ich auf Bali war. Und es war früh morgens. Ich hatte meine Taucherbrille genommen und die Taucherflossen und war im Schnorcheln und habe verschiedene Fische gesehen, die beobachtet. Es war wunderschön, total klares Wasser. Und dann war da dieser eine kleine Fisch. Und das Wasser war nur etwa so 30, 40 Zentimeter tief. Also die Korallenriffe waren echt nah am Ufer. Und ich bin dann da so ein bisschen rangepaddelt und wollte mir diesen Fisch näher anschauen. War wirklich etwa so groß. Ein paar kleine nette Streifen, sah sehr harmlos aus, sehr friedlich. Das war er auch, so lange, bis er mich gesehen hat. Der drehte sich dann plötzlich um. Und ich dachte mir, okay, weil ich habe gemerkt, ne, er hat mich wahrgenommen. Seine Aufmerksamkeit ist voll bei mir. Und dann machte er so lustige, für mich im Nachhinein lustige Geräusche und kam so 10 cm auf mich zugeschossen. So. Und dann wieder zurück. Und nochmal. Und wieder zurück. Und erst dachte ich so, was für ein süßer, kleiner, lustiger Fisch. Nur dann habe ich gemerkt, als er das zweimal gemacht hat, oh wow, da steckt derart viel Power dahinter. Und ich sehe, ne, der greift mich nicht an. Dieses Tier ist ja auch winzig. Also er verteidigt wahrscheinlich gerade sein Revier oder seine Familie, ich weiß es nicht. Aber das Gefühl ist angekommen. Und ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Dieser kleine Fisch ist plötzlich gar nicht mehr so niedlich, sondern ich habe angefangen, darüber nachzudenken, ob ich nicht ein bisschen zurückruder wieder. Er hat dann weitergemacht und ja, es hat nicht lange gedauert, bis ich dann wirklich mir gedacht habe, okay, es gibt eigentlich keinen logischen Grund, rational. Ne? Der kann mir doch eigentlich gar nichts tun, aber ich fühle mich unwohl. Der hat so eine Power in sich, der ist so darauf ausgerichtet, der gibt mir so unmissverständlich zu verstehen, dass ich hier nicht erwünscht bin. Wahrscheinlich hat er einfach Angst, dass ich lieber das Weite suche. Und jetzt sieht man es nicht auf der Kamera. Ich bin 2,5 Meter groß, das heißt, ja, wenn ich diesen kleinen Fisch hier vor mich halten würde, du wirst ihn wahrscheinlich kaum sehen. Oder es wäre so ein krasser Größenunterschied. Und mich hat es echt beeindruckt, was für eine Power dieser Fisch hat und was für ein Selbstverständnis auch. Ich meine, wer würde sagen, wenn ich das jetzt umrechne, dann wäre es ja so, ich sitze hier gerade im Wald, die Bäume sind 30 Meter hoch. Die müssen ja circa, 90, 100 Meter mindestens hoch sein. Das heißt, so der Fuß des Riesen, der mich hier, um die Relationen hinzukriegen, anschauen würde, wenn ich der Fisch wäre, das wäre ja, keine Ahnung, vielleicht 10 Meter lang. Allein ein Fuß von ihm. Und ein Auge wäre so groß wie, keine Ahnung, ein Kleinwagen. Ich glaube, ich hätte da ziemlich Angst. Ich würde nicht sagen, okay, den vertreibe ich, sondern ich würde so schnell das weitersuchen, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja, und das bringt uns genau zu dem Punkt, der hier essentiell ist und was ich von diesem Fisch gelernt habe, dass es wirklich nicht auf die äußere Größe ankommt und nicht auf das Erscheinungsbild. Ich kann ja sogar Kampfsport, Brazilian Jiu-Jitsu, wusste dieser Fisch nicht. Der hat sich trotzdem nicht davon abschrecken lassen. Das heißt, wenn du an dich glaubst und wenn du dir bewusst machst, dass diese Power, die du in dir hast, oder vielleicht auch deine Wut, wie es sich auf erstmals zeigt, das ist eine Qualität. Und diese Qualität, es macht keinen Unterschied, ob die in so einem kleinen Körper ist oder ob die auf 1,5 Meter oder 2 Meter und entweder 30 Kilo oder 50 oder 200 Kilo verteilt ist. Es macht keinen Unterschied. Das, was du nonverbal aussendest, kommt genauso an. Und ja, gerade in einer Zeit, wo viel von außen kommt und wir uns fragen müssen, ja, was, na, also jetzt nicht nur das aktuelle Thema, sondern insgesamt ist es ja immer mehr. So kommt es mir vor, dass einem andere sagen wollen, was man tun und lassen soll und diese ganze Geschichte, statt dass wir einfach selbst für uns entscheiden können. Oder auch in brenzlichen Situationen kann es einfach sehr gut sein, sich bewusst zu machen, welche Power wir haben. Und dass es an uns liegt, die rauszulassen, uns zu erlauben, sie zu spüren und natürlich damit niemandem wehtun, jetzt absichtlich, aber einfach das in uns zu erlauben, dem Raum zu geben. Ne, der Fisch hat mich auch nicht verletzt, der hat einfach nur klar gemacht, bis hierher und nicht weiter. Und ich hätte es echt gerne, wenn du jetzt verschwindest. Habe ich dann auch gemacht. Es ist kein Schaden entstanden. Sogar andersrum. Es ist eine für mich sehr tiefgründige Erfahrung entstanden,
die ich sehr, sehr schätze und wo ich echt dankbar für bin. Das heißt, ich bin diesem Fisch sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Frage an dich. Hast du was Ähnliches vielleicht schon mal erlebt mit Tieren oder anderen Menschen, wo plötzlich mehr in ihnen steckte, als du gedacht hättest? Oder vielleicht auch in dir selbst, dass du in einer Situation was gesagt hast, wo du dich sonst nie getraut hättest. Würde mich freuen, von dir zu hören, und würde mich auch freuen, wenn du dir mehr erlaubst, du selbst zu sein und auch deine Kraft zu leben. Schön, dass es dich gibt, und bis zum nächsten Video.